So, guten Morgen, Leute. Ja, wir sind jetzt dieses Wochenende im Alpstein unterwegs. Das ist ja im Appenzell in den Schweizer Alpen. Wir sind hier zum Meerseillängenklettern. Und der Plan ist folgendes: Wir sind bis zum Parkplatz hier gefahren, zum Parkplatz Pfannenstiel heißt der. Beschreibung, wie ihr da hinkommt, findet ihr alles auf dem Blog. Von dort aus steigt man ungefähr 1,5 Stunden auf zur Hütte Bollenwies. Beziehungsweise wir sind auf der Hütte Bollenwies, weil es gibt hier noch eine SAC-Hütte, die aber belegt war. Ja, hier übernachten wir. Zeige ich euch auch gleich mal, wie das hier alles aussieht. Und wir gehen Meerseillängen klettern. Wie man merkt, wir haben jetzt hier schon übernachtet. Es ist jetzt relativ früh, wir haben kurz vor 7. Und wir gehen jetzt gleich frühstücken. Die Gegend ist hier echt super schön. Also da kann man nichts sagen. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt hier nochmal kurz alles und dann sehen wir uns gleich auf dem Zustieg zur Kletterroute. Vielleicht noch ein bisschen was zum Klettern. Das ist hier Kalkstein. Ja, ist also ganz angenehm zu klettern. Wir werden jetzt nichts super überdrüber Schweres machen, einfach ein paar entspannte Routen, um so ein bisschen in die Saison zu starten. Und ja, so sieht der Plan aus. Gut, dann sehen wir uns gleich. So, falls jemand sowas auch noch nicht gesehen hat, da ist hier der Schuhraum, der Trockenraum. Hier kann man sein ganzes Zeug lagern und es trocknet halt relativ zügig, weil hier die dicken Luftentfeuchter sind. Da, die Dinger. Allerdings riecht hier auch dementsprechend. Also man sieht jetzt hier auch, dass das eher ein Wandertrockenraum ist. Aus den richtigen, sag ich mal, alpinen Trockenräumen, die ich kenne, da sind eher so Ständer, wo man die dicken Schuhe draufstecken kann. Und ja, hier kann man das Zeug halt einfach nur hinstellen. Hat jetzt aber im Falle meiner Schuhe, meiner Socken trotzdem funktioniert. Ich bin mit Halbschuhen unterwegs. Also mit normalen Zustiegsschuhen und von daher passt. Dann gehen wir jetzt mal frühstücken. Ich würde sagen, ich melde mich einfach wieder. Ja, sobald wir den etwas längeren Zustieg hinter uns haben, wird jetzt so ein gutes, ne, 1,5 Stündchen dauern. Und ja, war es auch schon fürs Erste. So, da sieht man jetzt gerade mal unsere heutigen Ziele aus der Nähe. Wir werden gleich vorbeigehen auf die Südseite. Und da unten kommen wir her. Das kleine Häuschen ist ungefähr 350 Höhenmeter über dem, wo wir gestartet sind. Und wir sind jetzt eben hier hoch. Und dann hierhin. Ansonsten haben wir jetzt schon mal Helm aufgesetzt, weil wir jetzt doch langsam in ein Gebiet kommen, wo man sagen kann, ja, Steinschlag oder sonst was. Und ja. Es ist schon anstrengend, aber cooler Tag. Heute wird super. Immer guckt euch die Wände an. Ja, wir müssen jetzt noch über die Wand klettern, um auf die Südseite zu kommen. Ja, und wir sind jetzt unterwegs. Daniel macht jetzt die erste Seillänge. Ist jetzt oben und ich steige jetzt nach und die nächste führe ich. Und dann hoffen wir mal, dass es ein cooler Klettertag wird. Schön hier. Guckt euch das Panorama an. Time will come and go. Spring will soon melt the snow.
Way up here in the mountains, we can still feel the winter winds blow. We heard a rumor that a plane has crashed way up on the Merced Pass. They're telling us that it had quite the stash, so we'll keep on searching till the last track is nothing but ash. The feds are on the down low, flew out a few bales of dough. We saw the choppers land and unload, and we figured there was more than what they told. We're hiking up to where the plane had crashed, way up on the Merced Pass. We gotta beat the feds to the stash, and we'll keep on searching till the last track is nothing but ash. We'll be singing on, just like the miners of old. Oh, we're just looking for Yosemite gold. We found the wreckage in the lake, frozen up, make no mistake. We knew that we could swing a climbing axe, and with a couple of blows that ice would break. We started working where the plane had crashed, way up on the Merced Pass. Beneath the ice was floating quite the stash, so we kept on searching till the last track was nothing but ash. So, wir sind jetzt in der dritten Seillänge. Daniel ist die erste vorgestiegen, ich die zweite, jetzt wieder Daniel. Da geht's hoch. Ich weiß nicht, ob man das gegen. Die Sonne sieht. Und ja, ich steige ihm jetzt wieder nach. Hier ist unser Standring. Ab geht's. Ja, und damit sind wir am Gipfel. Ah, guck mal. Gipfelbuch hinter mir. Sieht man jetzt Bregenzer Wald und Allgäu. Und ja, dahinter, bin ich jetzt richtig? Da hinten, ja. Gotscher in Richtung Bernina. Ja, war tipptopp Kletterei. Hat Spaß gemacht. Und wir laufen jetzt runter und gehen dann Mittagessen. Ja, müde Indianer tapern nach Hause. Ja, wir sind auf dem gleichen Kanal, gleicher Vlog.
Ich bin leider gestern Abend nicht mehr dazu gekommen, den Vlog fertig zu filmen. Wir sind, nachdem wir abgeseilt haben und zurückgelaufen, haben wir im Prinzip einfach nur noch was gegessen, ein bisschen was getrunken, gequatscht und sind dann ja, ins Bett gegangen, so ganz üblich. Was man schon gemerkt hat, ist, dass das hier eine Wanderhütte ist. Also Bollenwies ist keine jetzt Alpinhütte. Das heißt, es ist nichts mit Hüttenruhe um 22 Uhr. Das heißt, irgendwie um 12:45 sind die letzten Betrunkenen irgendwie ins Zimmer getorkelt und haben Radau gemacht. Und ja, wenn man am nächsten Tag dann irgendwie klettern will oder so, ist das schon eher unlustig. Aber ja, wir werden es überleben. Ja, so heute gehen wir wieder los. Wir wollen heute vielleicht ein bisschen was Anspruchsvolleres machen. Da gucken wir einfach mal. Wir haben uns jetzt noch nicht für ein Projekt entschieden. Wir schauen jetzt einfach in die Topo. Und ja, wir werden jetzt den ganzen Tag klettern und danach werden wir absteigen und nach Hause fahren. Und ich würde auch jetzt sagen, wir sehen uns einfach auf dem Zustieg und dann weiß ich sicher auch schon Näheres, wo wir hingehen. Bis gleich. Ja, und wie versprochen, wir sind jetzt auf dem Zustieg und da unten sieht man wieder die Hütte. Was ordentlich steil hier hoch. Kann schon was. Und dahin gehen wir heute klettern. So, wir sind jetzt eine halbe Stunde unterwegs, haben die ersten 400 Höhenmeter mit vollem Alpinklettergepäck. Oh, Daniel ist ein Tier. Und ich quäl mich auch hoch. So, wir sind jetzt am Wandfuß angekommen, haben gerade aufgerödelt. Da sind meine Alpin-Pantoffeln, da sind meine Kletterschuhe, falls ich die brauche, wenn ich nicht weiterkomme. Und dann legen wir gleich mal los. Ist das nicht eine Bombenaussicht? Und da drüben, da sieht man den Pass, wo wir gestern drüber sind, um auf der anderen Seite von dieser Kette zu klettern. Ja, echt cool. Da hinten die Alpen. Ach, und so kann man hier eigentlich ganz einfach Stände bauen, ne? Also einfach hier oben einen Bohrhaken, da eine Reihenschaltung rein. Und hier unten den Karabiner. Das könnte man ein bisschen straffer machen, aber ja, da hänge ich drin. Ja, es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Wir haben wieder ein paar Seillängen geschafft. Oh, das ist so die Phase, wo man sich denkt, ach, wäre es doch vorbei. Nee, eigentlich nicht. Aber es ist halt gerade furchtbar warm und unten im Tal ist Wasser. Naja, ich denke, ich werde mir meine Schuhe anziehen und dann weiterklettern. Diesmal muss ich ja nur nachsteigen, die Länge. So, und wir haben die letzte Seillänge da hoch. Im Schatten. Im Schatten. So, und damit hätten wir es tatsächlich geschafft. Wir sind auf dem Gipfel. Hier hinter mir Gipfelkreuz, Wetterfahne. Und das ist der Weg, den wir jetzt im Prinzip hochkamen auf die letzten Meter. Ja,
Ja, wie fühlt man sich auf so einem Gipfel? Also, ich meine, ich könnte jetzt mal versuchen, das zu beschreiben für alle, die das jetzt vielleicht nicht jeden Tag machen, aber es ist eigentlich gar nicht so anders. Also man fühlt sich natürlich ein Stückchen erleichtert. Auf der anderen Seite, ich meine, wir müssen jetzt noch abseilen und dann laufen wir noch zur Hütte runter. Und ich glaube, wenn ich dort dann sitze und mir noch vielleicht ein Radler trinke oder sowas und wenn wir dann ins Tal laufen, dann ist wirklich so, ja, alles geschafft, ne? Aber ja, das ist halt, also jetzt meiner Meinung nach, gerade beim Bergsteigen, wenn man ein bisschen höhere Sachen macht, ist halt Gipfel nie so, yeah, geschafft, weil der Abstieg ist halt trotzdem nochmal irgendwie das Gleiche. Aber wir haben trotzdem eine tolle Aussicht und die zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, und das da unten ist jetzt der Weg, den wir zum Auto dann zurücklaufen werden. Das ist das Panorama. Da drüben waren wir gestern, auf dem dicken Breiten. Daniel bereitet schon die Abseilstelle vor. Hinten sieht man sogar Sentis. Ja, und da hinten den Bodensee. Ja, und da ich gerade ein bisschen Zeit habe und hier in der Wand hänge, dachte ich mir, ich zeige euch mal Abseilen. Da unten ist gerade Daniel zugange. Sorry für den Kamerawinkel, das geht gerade nicht besser. Und ich habe hier gerade schon mal mein Zeug aufgebaut. Also hier ist meine Selbstsicherungsschlinge, hier ist der Abseilring und ich habe hier schon mal meine Prusik eingehangen. Ich seile mich wieder mit meinem ATC Guide ab. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, guckt euch mein Tutorial-Video an. Also, das findet ihr unten. Ach, ich verlinke es in der Videobeschreibung. Da zeige ich auch, wie man mit so einem ATC-Guide abseilt. Da wir zwei relativ dünne Halbseile benutzen, werde ich auch jetzt zwei Karabiner reinhängen. Einfach, damit ich eine größere Bremswirkung habe. Ja, und wir sehen uns dann unten. Ja, und damit sind wir wieder unten. Wir haben jetzt abgeseilt und da sieht man nochmal die Wand von heute, die Wand von vorgestern und ja, irgendwo hinter dem Ding ist das, was wir gestern gemacht haben. Ha, war echt schön. Wir steigen jetzt zur Hütte ab und ich weiß gar nicht, ob wir gleich noch was trinken oder ob wir ins Tal gehen, aber wir sehen uns auf jeden Fall noch. Ja, und dann mal los. Und da hoch, die Spitze, da waren wir heute oben. Total gut. Ja, und damit wären wir wieder zu Hause. Wir sind jetzt ganz so entspannt abgestiegen. Nein, eigentlich nicht entspannt, sondern eigentlich relativ schnell, so dass mir ordentlich die Beine wehtun. Aber ja, wir haben alles gut hinter uns gebracht. Ich bin jetzt nach Hause gefahren. Und nachdem ich mich einigermaßen wieder zivilisiert habe, sitze ich jetzt noch kurz auf dem Balkon und werde jetzt dann auch gleich schon mal schlafen gehen. War ein wirklich tolles Wochenende, also Alpstein zum Klettern, kann ich auf jeden Fall empfehlen, macht Spaß. Hütte, Bollenwes ist auch okay, nicht ganz günstig, kostet 46 Franken die Nacht, aber ja, inklusive Frühstück. Aber naja, wir hatten jetzt leider einfach nicht mehr die Möglichkeit, in der SAC-Hütte zu übernachten, weil die ausgebucht war und ja, von daher hat das jetzt auch gepasst. Ich sag danke fürs Einschalten und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!